Köln-Mülheim. Lara Schwarz und Christian Reuter haben heute Innendienst auf der Wache. Diese Schweine jetzt immer dran. Guten Tag. Ich hoffe, Sie meinen nicht mich. Nein, um Gottes Willen, es tut mir leid. Ich habe eine ganz schlimme Befürchtung, und zwar, dass mein Nachbar, der Steffen Rössmann, sein Kind aufs Übelste geschlagen hat. Mhm. Also, ich mache mir so Sorgen. Ich habe auch Beweise. Ja, weil das sind nämlich schon heftige Anschuldigungen. Da sollten die Beweise auch... Ja, ich weiß. Aber ich mache mir wirklich Gedanken. Ich habe das Bild gefunden in meinem Garten gestern Abend. Und als Papierflieger. Und ich habe die Vermutung, dass der Sohn von dem Herrn Rössmann das als Hilferuf zu mir rübergeschickt hat. Mhm. Also, das sieht so brutal aus. Wie alt ist der Junge, denn wissen Sie? 7. Und das sieht dem... Also, der Junge sieht dem Elias total ähnlich. Und das könnte auch wirklich der Vater sein. Er ist auch alleinerziehend. Also, ich mache mir wirklich Gedanken. Ich weiß nicht, was richtig und was falsch jetzt ist, aber... Ja, also das ist schon ein bisschen... Das war ein Papierflieger, war das, ne? Ja. Haben Sie denn schon mal irgendwie so was gesehen, wenn Sie... Ist das Tür an Tür, wohnen Sie, oder können Sie mit dem Fenster? Also, ja, wir haben ein Reihenhaus und grenzt alles aneinander. Haben Sie denn so schon mal mitgekriegt, wenn er draußen gespielt hat oder irgendwie so was? Nein, eigentlich nicht. Nur, dass sie sich manchmal gestritten haben und dass der Vater dann auch etwas lauter war. Aber handgreiflich? Nein, das habe ich bis jetzt noch nicht mitgekriegt. Und lebt der Vater denn alleine mit dem Jungen? Ja. Ist aber der leibliche Vater? Ja. Aber ich habe mir wirklich lange überlegt, was ich machen soll. Und ich wollte ihn erst selbst drauf ansprechen. Ja. Haben Sie aber bisher nicht gemacht? Nein. Würdest du dich mal drum kümmern dann? Ja, klar. Mal alles aufnehmen. Ja. Eventuell dann mal mit der Gruppe sprechen. Aber das kam mir so komisch vor, dass ein 7-Jähriger... Die Kollegin, gehen Sie mal mit der Kollegin hier rein. Kommen Sie mal bitte hier mit rein. Natürlich muss man immer vorsichtig sein mit Äußerungen oder Verdächtigungen. Wenn aber ein hier jetzt 7-jähriger Junge solch eine Zeichnung malt, dann steckt schon immer irgendetwas dahinter. Also da muss man schon auf jeden Fall ermitteln. Ja, die Zeichnung, die ist natürlich, wie ich gerade zum Kollegen schon sagte, für einen 7-jährigen. Ja, ich könnte es mir auch nicht verzeihen, wenn da jetzt wirklich was wäre. Ne? Und man guckt dann weg. Ich bin selber alleinerziehende Mutter und habe 2 Kinder, aber ich habe noch nie gesehen, dass meine Kinder sowas gemalt haben. Ne? Inwiefern stehen Sie in Kontakt? Sind Sie wirklich nur Nachbarn oder unterhalten Sie sich auch schon mal? Na, der Herr Rössmann, der ist da erst hingezogen. Ach so. Und ja, mehr als guten Tag und auf Wiedersehen oder da ist bis jetzt noch nicht mehr. Okay, ja. Dann hätten Sie einen Ausweis dabei? Ja, natürlich. Offensichtlich kommt es oft zu lautstarken Auseinandersetzungen zwischen Vater und Sohn. Ein blaues Auge oder andere Verletzungen konnte die junge Mutter allerdings noch nie erkennen. Christian Reuter ruft den Verdächtigen an. Hallo Herr Rössmann, Reuter von der Polizei in Köln. Ja, kriegen Sie keinen Schreck, ist hoffentlich nichts passiert oder erstmal ist nichts passiert. Herr Rössmann, es geht um Folgendes. Wir haben hier eine Dame, die, ich sage jetzt mal, ein paar Vorwürfe gegen sie erhebt, die wir ganz gerne hier aus dem Weg räumen würden. Ich möchte aber jetzt auch nicht am Telefon darüber sprechen, dass Sie beunruhigt sind. Ja, genau. Hätten Sie die Möglichkeit, mal zu uns auf die Wache zu kommen? Nach Mühlheim, ja. Ja? Alles klar. Ja, Sie brauchen sich einfach nur vorne auf der Wache zu melden. Alles klar, danke. Gut, tschö. Ja, der weiß natürlich von gar nichts. Komm doch mal vorbei. Okay. Na, dann sag ich dir Bescheid. Hier kannst du die Nummer mit einem sagen. Ich geh mal nach vorne, ne? Jo. Hallo. Guten Tag, Steffen Rössmann. Ich wurde angerufen, ich sollte mich melden. Genau, wir hatten telefoniert. Hi, ne? Groß, alles gut? Ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Also ich habe gerade meinen Sohn und meine Schwiegermutter in der Schule abgefangen und habe mich dann direkt auf den Weg hingemacht. Und dann haben wir telefoniert. Ich hole mal einen Kollegen, der erklärt Ihnen das dann alles. Ja, aber ich hatte noch nie was mit der Polizei zu tun. Marc, kommst du mal gerade? Kannst du mir mal gerade sehen? Was passiert ist? Ich weiß es auch nicht. Kannst du mal gerade kurz eine Leitstelle gerade mal rüber hier mal übernehmen? Hast du den Sachverhalt, hast du ja so weit mitgekriegt mit dem Bild, was die Dame gefunden hat? Das ist jetzt der Herr Rössmann. Ja. Wenn du mit ihm mal rübergehen würdest, hier. Er ist das, ne? Genau. Okay. Und ihm mal fragen würdest. Ja? Herr Rössmann, gehen Sie mal gerade mit dem Kollegen mit. Der wird sich. Nimm ihn ruhig mit. Nehme ich mit. Ja, also mal so lange bei der Oma, ja?
Kümmern Sie sich nicht, damit wir da ein bisschen Licht ins Dunkel kriegen. Ah, nehmen Sie mal Platz hier. Sie sind die Oma, ne? Ja. Kann ich Ihnen so kurz was fragen oder so? Und wenn es zu viel ist. Hast du jetzt irgendwann mal so ein Bild gemalt mit so einem Mann und mit so einem Kind, wo so ganz viel Blut war? So, wo der Mann, da sah so aus, als wenn der Mann so geschlagen hätte. Hast du das gemacht? Mhm. Weil du das schön fandst oder warum hast du sowas gemalt? Hast du? Ja, da war ganz viel Blut und Tritte. Und Tritte? Ja. Hast du da den. Ja, wieso hast du das gemalt? Weil du es einfach schön fandest oder hast du das mal irgendwo gesehen oder weißt du das nicht mehr? Weiß ich nicht mehr. Weißt du nicht mehr. Ja, Herr Rossmann, irgendeine Erklärung dafür, warum diese Reibereien, diese Unstimmigkeiten da zustande gekommen sind? Haben Sie irgendetwas für uns? Vielleicht es gibt keine Reibereien. Bei uns zu Hause ist alles in Ordnung. Auch keinen Stress gehabt und keinen Ärger mit dem Jungen gehabt? Nein, überhaupt nicht. Sein Herz und meine Seele. Mit der Oma auch nicht, alles gut? Nein. Aber vielleicht können Sie mir hierzu was sagen, zu dieser Zeichnung. Das war eigentlich der ganze Anlass von dieser Geschichte. Darum geht's. Das ist total harmlos. Da fragen Sie am besten meinen Sohn selber, der kann das aufklären. Dann würde ich den gerne mal reinholen. Auf jeden Fall, ich bitte darum. Ich hole die Oma aber dann direkt mit rein. Ja, ne? Dann machen wir das gerade mal. Ich bräuchte die zwei vielleicht gerade noch mal. Ich glaube, wir haben eine Lösung. Ja. Können Sie vielleicht gerade mal reinkommen mit dem Jungen? Grad, zum Papa gehen Sie mal gerade mit rein. Dann können wir das vielleicht gerade mal dem Papa vielleicht erklären hier. Guck mal, das ist ja diese Zeichnung, ne? Die kennst du ja bestimmt, ne? Ja. Und der Papa und ich, ne, wir haben uns gerade überlegt, was mit dieser Zeichnung, was denn damit gemeint ist. Also ich habe keine Erklärung, aber der Papa und du, ihr beide wisst das, glaube ich. Willst du mal erklären? Erzähl mal, was da gewesen ist. Na, was denn? Mein Papa und ich haben uns einen Boxkampf im Internet angeguckt. Ein Boxkampf? Wo so richtig so richtig volle Suppe. Okay, und dann passiert natürlich sowas. Aber du hast jetzt nicht irgendwie einen auf die Nase bekommen, oder? Der Papa hat auch keinen auf die Nase bekommen. Also nur die, die am Boxkampf waren. Ja. Und dann hast du das gezeichnet, wie die geboxt haben. Ja. Und sonst war gar nichts passiert? Nee. Der Papa ist total lieb, ist der? Ja. Alles supi? Ich kann das vielleicht ein bisschen besser ausführen. Und zwar hat er vor kurzem eine Familienfeier gehabt und sein Cousin hat ihm den Floh in den Ohr gesetzt, so diese Käfigkämpfe, MMA und so. Und er ist in einer Tour davon am Erzählen gewesen und da habe ich mir gedacht, so als erzieherische Maßnahme habe ich mir einen Kampf im Internet rausgesucht, der nicht ganz so blutig war und habe mir gedacht, bevor er das heimlich macht, gucke ich dann lieber mit ihm zusammen. Mhm. Und wir haben uns dann den Kampf angeguckt, weil ich halt die Hoffnung hatte, ne, dass er dann das Interesse daran verliert und das war tatsächlich auch so, nach 2 Minuten, das war ihm zu blutig und hat er gesagt, Papa, ich möchte das nicht mehr gucken und hat dann anschließend diese Zeichnung angefertigt. Ja, um das wahrscheinlich dann damit zu verarbeiten und wie der Flieger dann irgendwie, Ich glaube, dann hast du mit der Zeichnung einen Flieger gebastelt, weil das kann ich fast ganz nachbasteln. Guck mal hier, ich habe schon wieder einen Flieger. Und da hast du dann, das hast du dann da einfach weggeflogen. Ja. Und das ist wahrscheinlich. Hat die Nachbarin, genau, die Nachbarin ist zur Nachbarin geflogen. Die Nachbarin hat es gefunden und hat gedacht, dass hier ein Kind misshandelt wird. Irgendwie sowas. Nein. Was sagt uns dann, wenn so Boxkämpfe ab 18 sind oder ab 16 sind im Fernsehen? Ja, aber können Sie es verstehen, wie gesagt, ne, bevor es sich heimlich anguckt. Ja, wie soll der heimlich dann ankommen, jetzt mal ehrlich. Ja, Kinder kommen heutzutage so ins Internet, das ist kein Problem. Also, ich kläre das mal auf. Na, dann, mach mal eine Kopie bitte davon. Aber mein Papa hast du jetzt nur lieb, ne? Den hast du vorher auch schon die ganze Zeit lieb gehabt. Ja. Super. Dann müsst ihr euch auch mal liebhören, damit ich ja doch alles glaube hier. Aber ich glaube, das ist alles okay so. Die Familie hat es schwer. Vor 2 Jahren verstarb die Ehefrau und Mutter. Um nicht von der Trauer erdrückt zu werden, zogen Vater und Sohn kürzlich um. Also ich meine, ich bin da ja echt beruhigt. Ne? Und es tut mir auch total leid, dass ich euch solche Umstände jetzt bereitet habe. Ja, aber das kann ja auch anders. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Alles gut, ich bin dir ja noch nicht mal böse. Ne? Lieber jemand in der Nachbarschaft, der wirklich ein Auge drauf hat und sich einmal zu viel fälschlicherweise meldet. Aufregung. Ja. Ich meine, wir haben doch genug Zeit. Das tut mir total leid. Was soll man mit dem Bild machen? Mhm. Wegschmeißen oder willst du mit nach Hause nehmen? Oder einfach, willst du mit nach Hause nehmen? Dann malst du aber hier ein paar Blümchen, damit das alles noch schöner wird. Ne? So. Alles klar. Nein, alles gut.